Hallo Leute, ich bin Tobias. Am 31. Oktober ist Halloween und darum will ich euch heute zeigen, wie man einen Kürbis schnitzt, ohne dass man sich verletzt. Und ich werde euch auch zeigen, wie man einen richtig coolen Kürbis schnitzt. Und zwar einen, den was ihr noch niemals gesehen habt. Jeder wird sich gruseln. Also fangen wir erstmal an. Zuerst einmal Messer. Kürbis reinstechen, ohne dass man sich weh tut. Zuerst einmal mit Bleistift anmarkieren, wenn man will. Oder einfach so machen, je nachdem wie man ein Talent hat. Dann einfach nur so reinstellen. Ich habe zwar schon vorgeschnitzt, aber egal. Einfach nur so reinstechen, raus, weitergehen und wieder reinstechen. Okay? Also, so macht man einen richtig guten Halloween-Kürbis. Zuerst einmal. Danach, erst einmal, ihr wisst ja, wie man einen Kürbis schnitzt. Darum habe ich das hier auch mal schon vorgezeigt. Und ich habe auch schon ein bisschen hier angefangen. Und wir werden das halt so machen, damit ihr diese Zähne hier bekommt. Wir werden uns jetzt angucken, wie man das macht. Und aus diese, dafür benutzt man Zahnstocher. Und die tut man in der Hälfte halbieren. Da. Zahnstocher in der Mitte halbieren. Dann hier reinstechen. Da braucht ihr aber sehr, sehr viele Zahnstocher. Brauche ich eigentlich auch. Also, damit euch nicht langweilig wird, mache ich zwischendurch einmal ein paar Zwischensachen, damit euch nicht langweilig wird. Also, erst einmal, wie man einen Kürbis ausschnitzt. Ich habe an dieser Stelle geschnitzt. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber da habe ich ein bisschen dünner als geschnitzt. Und am besten schnitzt man, indem man zuerst sich Handschuhe aufkrempelt und dann erst einmal die Reste entfernt, als das Innere. Danach tut man mit Löffel erstmal hier so die Streifen und so wegkratzen. Das tut man dann in irgendeiner Mülleimer oder so etwas. So weiter man, bis es so wie hier aussieht. Und dann ist es eigentlich schon fertig, dann könnt ihr aufhören. Also das ist dann fertig. Hi, also wie ihr seht, bin ich schon mal mit der unteren Reihe einmal fertig und wir sehen uns dann gleich, wenn die obere Reihe fertig ist und bis gleich. Erst einmal, ich muss aber jetzt wirklich erst einmal sagen, wenn ihr das wirklich so macht, dass da von unten reinsticht, seht ihr genauso wie bei mir, könnte es sein, dass euch ziemlich weh tut, darum tut den lieber so umdrehen. Dann geht's besser. Nehmt euch den Zahnstocher und wieder rein mit dem. So. Also Leute, erst einmal, ich bin jetzt erstmal fertig und er ist echt super geworden. Die Zähne sehen echt geil aus, das sieht echt cool aus. Aber als ich mich hier geschnitten habe, ist mir etwas klar geworden. Der hat ja Zähne. Als ist mir etwas eingefallen. Um die Zähne noch rot zu malen, habe ich einfach ein sehr beliebtes Sachmittel genommen. Man nennt es Ketchup, kennt ihr vielleicht. Da schmieren wir jetzt hier drauf. Und das sollte dann schön aussehen, als hätte der Blut oben. Versteht ihr das Prinzip? Also wir sehen uns dann, wenn es fertig ist. Jetzt ist der Kameramann. Also wie ihr seht, sind wir jetzt fertig. Die Zähne sind angemackert. Das Blut ist oben. Ist auch alles ziemlich haltbar. Und tschüss, bis zum nächsten Video.